Hallo, ich bin Matthias Markowski und ich bin euer Dozent für den Mathematik-Vorkurs bzw. Aufbaukurs Mathematische Grundlagen der Elektrotechnik und Medizintechnik. Genau wie ihr das jetzt machen wollt, habe ich auch mal an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg studiert, schon eine Weile her, von 2003 bis 2008, damals noch auf Diplom. Und auch damals gab es schon diesen Mathe-Vorkurs und damals habe ich ihn auch besucht, damals natürlich in Präsenz an so einem Online-Studium und das wir jetzt ja nicht freiwillig machen, sondern aufgrund des bekannten Ursache der Pandemie. Ich habe ja mal ein Coronavirus, so sieht der übrigens aus. Aufgrund dessen findet das in diesem Jahr alles online statt, weswegen ich auch dieses kleine Begrüßungsvideo hier mache. Also damals, als ich das gemacht habe, online war noch nicht so viel. Ich habe mal mein Handy aus der Zeit vorgekramt, so sah das aus. Und das Handy ist auch eine ganz gute Versinnbildlichung dafür, wie schnell Technik und Technologie sich ändert. Deswegen ist es auch, also so gern man das irgendwie immer hat, Praxis und anwendungsnahe Sachen in so einem ingenieurwissenschaftlichen Studium. Es ist trotzdem immer gut, sich auf Grundlagen fokussieren und ein sicheres Grundlagenwissen zu haben, weil Grundlagen bleiben. Die Grundlagen der Elektrotechnik und die Mathematik, die dahinter steckt und so, die haben sich in den letzten 100 Jahren nicht verändert, die werden sich auch in den nächsten 100 Jahren nicht verändern. So Technologiewissen, das veraltet super schnell. Deshalb sollte man sich das erst irgendwie zum Ende des Studiums drauf schaffen, wenn man dann irgendwie das wirklich nutzen möchte. So, worum geht es in dem Kurs inhaltlich? Dafür habe ich mir ein paar Requisiten mitgebracht. Der Kurs besteht aus 5 Tagen. Am ersten Tag geht es um Zahlen und Funktionen und um eine Funktion zu symbolisieren. Schauen wir mal hier auf den Wasserstrahl dieser Gießkanne, mit dem ich meinen Kaktus hier gieße. Wenn man angeschaut hat, wie sieht der Wasserstrahl aus? Wie eine Parabel, da steckt eine quadratische Funktion hinter. Warum das so ist, können wir vielleicht am ersten Tag mal drüber nachdenken. Am zweiten Tag geht es um die Differentialrechnung und dafür habe ich diese Klangschale mitgebracht. Wenn man sie anschlägt, ertönt ein Sinuston, sie schwingt sozusagen harmonisch. Und warum das so ist und warum Sinusfunktionen wichtige Lösungen von Differentialgleichungen sind, da können wir vielleicht am zweiten Tag drüber nachdenken. Für den dritten Tag habe ich da geht es um Integralrechnung und eine Anwendung der Integralrechnung. Man könnte denken, das ist ein Schraubendreher, das war ein Flaschenöffner. Die Anwendung der Integralrechnung hierfür wäre, von diesem einigermaßen rotationssymmetrischen Körper könnten wir mit Hilfe der Integralrechnung das Volumen ausrechnen. Das wäre so eine typische Anwendung für die Integralrechnung. Am vierten Tag des Kurses geht es um die Vektorrechnung und zur Versinnbildlichung von Vektoren habe ich mal diesen Kompass hier mitgebracht, weil die Kompassnadel, die zeigt eben auch eine Richtung an, also hinter einem Vektor, da steckt doch immer irgendwie sowas wie eine Richtung hinter, nicht nur ein Wert. Und kann man dann Kräfte, Momente, Felder mit beschreiben. Und am letzten Tag des Vorkurses geht es um Matrizen. Matrizen sind so eine zweidimensionale Anordnung von Zahlen, Funktionen und irgendwelchen anderen mathematischen Sachen. Und dafür habe ich mal hier als Beispiel dieses Schiebespiel mitgebracht, weil den aktuellen Stand dieses Schiebespieles könnte man zum Beispiel mathematisch super schön als eine Matrix beschreiben. So, darum geht es in dem Kurs. Ihr kriegt von uns vorher so ein kleines Goodiebag zugeschickt. Da gibt es auch das Skript drin von dem Kurs. Das sieht ungefähr so aus, hat natürlich auch ein Inhaltsverzeichnis und so. Und dann findet ihr darin auch immer Hinweise zu Videos, die ihr euch zu den jeweiligen Themen angucken könnt und einen QR-Code, den ihr scannen könnt mit dem Handy, um dieses Video aufzurufen. Und dann könnt ihr, wenn ihr Fragen habt zu dem Video oder die euch irgendwie beim Durcharbeiten dieses Skriptes gekommen sind, die notieren und dann treffen wir uns in einer Zoom-Session und werden diese Fragen besprechen. Und der Wecker, der hier steht, soll so ein bisschen mich daran erinnern, euch noch mal kurz den Tagesablauf zu erklären. Also ich würde euch empfehlen, nicht allzu spät aufzustehen, vielleicht so um 8, 8.30 Uhr ist eine ganz coole Zeit. Nehmt ein leichtes Frühstück zu euch, macht vielleicht ein bisschen Sport und guckt euch spätestens dann, gern auch vielleicht schon mal am Abend davor, die Videos an, die zu dem jeweiligen Tag inhaltlich für euch relevant sind. Ich werde euch einige Videos vorschlagen, wenn ihr sagt, das kenne ich schon, da kenne ich mich ganz gut aus, dann könnt ihr die natürlich überspringen. Aber die, wo ihr denkt, das kommt mir noch nicht so bekannt vor, die solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Wenn ihr Fragen habt, die Fragen in dem Skript notieren. Da steht nicht alles drin, das ist so ein bisschen so ein Formel-Lückentext-Skript.
Das hat dann vielleicht auch ein bisschen was selber gemachtes und ich denke, dieses Skript, weil da halt so eigentlich ein bisschen fast wie einem Tafelwerk super viele Sachen, wichtige Sachen drinstehen, kann euch dann mindestens mal die ersten 2 Semester in dem Studium noch ganz gut begleiten, wenn ihr das irgendwie gewissenhaft ausfüllt und durcharbeitet. Und dann treffen wir uns jeden Tag um 10 Uhr in einer Zoom-Session. Da gibt es ein bisschen Austausch, da gibt es ein bisschen Interaktion. Ich werde ein paar Quizze vorbereiten und da besteht dann die Möglichkeit, sozusagen diese Fragen zu stellen. Wir werden uns ein schlaues Format überlegen, wie ihr diese Fragen anonym stellen könnt, denn ja, auch ich war mal Student und natürlich möchte niemand aus studentischer Sicht seine vermeintlich blöde Frage für immer und ewig mit seinem Namen verknüpft, irgendwie in so einem Zoom-Chat oder in irgendeinem Forum zu stehen haben. Also es wird die Möglichkeit geben, anonym Fragen zu stellen und ich werde versuchen, diese Fragen zu beantworten. Und dann gibt es eine kleine Mittagspause. Wann die ist und wie lang die ist, da können wir uns vielleicht noch drüber austauschen. Und dann würden wir uns nachmittags treffen und dann gibt es Übungsaufgaben. Dann ist sozusagen der Teil, wo ihr noch aktiver seid. Und dann haben wir ein paar studentische Tutorinnen und Tutoren, die euch unterstützen und begleiten. Und dann werdet ihr versuchen, eben in kleinen Gruppen die Übungsaufgaben zu lösen und den Stoff, der dahinter steckt, möglichst gut zu verstehen. So, und damit das irgendwie technisch gut funktioniert, vielleicht noch ein paar Hinweise sozusagen zum Equipment. Also ihr solltet, wenn es geht, irgendwie sowas wie so ein Headset haben, damit ihr in der Videokonferenz gut hören könnt und mit dem Mikro man euch gut verstehen kann. Wenn euer Laptop ein eingebautes Mikrofon hat oder ihr eine Webcam habt, also Webcam wäre auch nicht schlecht, wenn der Laptop eine eingebaute Webcam hat und ein eingebautes Mikrofon, geht das auch. So ein externes immer ist ein bisschen besser, weil es ist halt einfach dichter am Mund dran, unterdrückt Störgeräusche etwas schöner. Und ja, so eine externe Kamera kann man auch in einer etwas besseren Höhe montieren. Und wenn man die so im Laptop drin hat, dann wird man immer so mit Doppelkinn von unten abgefilmt. Das sieht nicht unbedingt schön aus. Aber egal, Hauptsache man sieht irgendwas und man hört euch und ihr könnt uns hören und mich hören und euch so gegenseitig austauschen. Ich würde euch immer empfehlen, von einem richtigen Rechner aus zu arbeiten, weil da könnt ihr vielleicht irgendwie 2 Monitore anschließen und einen richtigen Browser benutzen, habt eine richtige Tastatur, habt eine richtige Maus. Wenn ihr noch irgendwie Oma und Opa bequatschen wollt oder eure Eltern, die euch vielleicht fürs Studium noch was Gutes tun wollen, so ein Schreibtablet kriegt man für unter 100 € und das ist einfach total praktisch, um nicht nur mit der Maus irgendwie was malen und schreiben zu können, sondern wirklich so, wie man das mit der Hand mit dem Stift machen würde, direkt Sachen ohne Einscannen, ohne Abfotografieren auf dem Computer malen. Total praktisches Ding, kostet nicht viel Geld. Wenn ihr irgendwie so einen modernen Laptop habt, hier wie so ein Surface mit so einem Stift und beschreibbarer Oberfläche, das geht natürlich auch wunderbar und da sieht man auch direkt, was man schreibt. Ja, also ich würde immer einen richtigen Rechner empfehlen mit 2 Bildschirmen oder halt einen Laptop. Da kann man vielleicht auch noch einen zweiten Monitor anschließen, einfach, dass man mehr Platz hat. Und wenn ihr das nicht habt, dann irgendwie so ein Tablet nehmen, auch weil das ein schön großes Display hat. Und ich meine, ganz, 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 ganz zur Not tut es natürlich auch wie ein Smartphone. Jetzt vielleicht nicht so ein Handy wie das hier, aber ein richtiges Smartphone. Ich kann jetzt meins leider nicht zeigen, weil das zeichnet ja gerade dieses Video auf. So, also das sozusagen soweit vielleicht zu den Themen, zu dem zeitlichen Ablauf, so ein bisschen zu dem Hintergrund dieses Kurses. So, also das wäre sozusagen so das Mathematische ringsrum. Worum es aber in diesem Vorkurs natürlich eigentlich auch geht, und dieses kleine Geheimnis ist hier noch unter dem Laptop versteckt, wenn ich das mal lüfte, das seid eigentlich ihr, das sind eigentlich die Studis. Die habe ich jetzt mal, ich habe euch mal versucht, mit Lego-Figuren zu versinnbildlichen. Also es wäre halt schön, wenn, ja, wenn nicht nur alle sozusagen virtuell in eine Richtung gucken und irgendwie so einer Zoom-Konferenz folgen, oder irgendwie mir, wie ich irgendwelche mathematischen Weisheiten von mir gebe, sondern wenn ihr euch eben in dem Kurs auch gegenseitig kennenlernen wollt und werdet. Also ich drehe jetzt mal so ein paar Lego-Figuren so zueinander, ja, die haben sich jetzt gerade hier kennengelernt. Weil das ist ganz wichtig in dem Vorkurs. Also ich habe in meinem Vorkurs auch irgendwie Leute kennengelernt, mit denen habe ich dann nicht mal studiert zusammen, aber die kenne ich heute noch.
Und diese Gelegenheit wollen wir euch auf jeden Fall auch geben. Und da werden wir uns dann insbesondere auch am Nachmittag ein paar Formate überlegen, wo es einfach viele Gelegenheiten gibt, sich untereinander kennenzulernen. Auch der Fachschaftsrat wird zum Beispiel sich so ein bisschen vorstellen. Und ihr könnt natürlich unsere studentischen Tutorinnen und Tutoren auch zu anderen Sachen abseits jetzt der mathematischen Grundlagen fragen. Wie funktioniert es mit dem Studium? Wo kriege ich meinen Studienplan her? Wie funktioniert das und das? Und eben schon viele, viele, viele Kontakte knüpfen zu euren zukünftigen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Denn in so einer kleinen Lerngruppe mit der Unterstützung und Verknüpfung mit den anderen und sozusagen mit dem gemeinsamen und gesammelten Wissen lernt es sich einfach viel, viel, viel besser, als wenn man das halt alleine versucht. Insbesondere in so einem Online-Studium, wie es dieses Semester eben wahrscheinlich leider werden wird. Also in diesem Sinne, wir sehen uns spätestens dann, dann wenn der Kurs wirklich beginnt und bis dahin gute Vorbereitung aufs Semester weiterhin.